Mein Name ist Lydia Polpemann und ich bin Physician Assistant im ersten Lehrjahr im Elbland Klinikum in Riesa und mich betreut die Frau Dr. Mürtschink. Ich empfinde es als unheimlichen Gewinn, dass es jetzt dort ein zusätzliches oder neues Berufsbild gibt mit diesem Physician Assistant oder eben Arztassistenz. Es gibt so viele Aufgaben, nicht ärztliche Aufgaben, die aber delegiert werden können und die uns Ärzten dann auch wieder den Freiraum schaffen, dass wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Ich habe schon vorher eine Ausbildung gemacht als medizinische Fachangestellte und bin dann eben im Laufe meiner Schulzeit darauf gekommen, dass ich ja noch ein Studium machen könnte. Und da habe ich mich eben ja näher damit beschäftigt, belesen und habe eben erfahren, dass man das an der Berufsakademie in Plauen machen kann, dieses duale Studium. Das bedeutet, ich bin immer 3 Monate hier in Riesa beschäftigt und 3 Monate bin ich immer an der Berufsakademie in Plauen. Meinen Aufgaben gehört jetzt immer, dass ich bei der täglichen Visite mit dabei bin. Da unterstütze ich die Verlaufseinträge, schreibe, alles dokumentiere, dann gegebenenfalls in Verbandswechsel mit durchführe, das dokumentiere, Fotodokumentation durchführen und ansonsten, was die Patienten noch benötigen, organisiere, die Entlassungen zum Teil. Und ansonsten bin ich dann auch, wenn OPs anstehen, mit im OP oder in der Sprechstunde. Ja, also bin überall, wo die Frau Dr. Mürtschink auch ist. Ich kann jetzt mehr Zeit am Patienten verbringen, auch was die Kommunikation angeht, was auch das Gespräch mit den Angehörigen angeht, gewisse Dinge rechtzeitig bahnen und ich habe jetzt mehr Kapazität, um mal links und rechts zu schauen und um gewisse Prozesse eben zu optimieren, was bisher in dem, sage ich mal, Alltagstrubel einfach untergegangen ist, weil man dann die Aufgaben abgearbeitet hat und jetzt kann man einfach auch mal wieder in die Zukunft schauen und eben die Weichen schon rechtzeitig stellen. Also das wird Standard werden, weil eben es gibt so eine Menge an bürokratischen, administrativen Aufgaben, die uns Ärzte einfach erdrücken. Und da sind natürlich die Physician Assistants ein enormer Vorteil, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie nur für das Administrative zuständig sind. Die Physician Assistants sind in einer sehr günstigen Lage, dass sie sozusagen den gesamten Behandlungsablauf eines Patienten sozusagen begleiten. Also mir macht die Arbeit sehr viel Spaß. Ich lerne jeden Tag neue Sachen dazu. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es ist ein familiäres Verhältnis. Alle verstehen sich sehr gut untereinander. Und ja, ich bin gerne hier. Meine Zukunft will ich natürlich erstmal mein Studium erfolgreich abschließen und würde mich natürlich freuen, wenn ich dann weiter im Elbland Klinikum in Riesa arbeiten kann, zusammen mit der Frau Dr. Mürtschink.